Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19, immer noch im Night Guardians Event. Wir haben die 13. Challenge innerhalb der Prepare for the Enduring Night Serie auf dem Zettel. So, Giants haben wir hier. Jetzt geht's gegen die Kansas City Chiefs, Aerial Combat. The Night Guardians are impressed with your mittel and composure under pressure. The Guardians are wondering if they should shoulder you with an even greater task. For now, prove your skills on defense. Do not allow 14 Passing Yards on this Drive. Okay, also der Drive der Chiefs, das heißt wir gegen Patrick Mahomes. Da schlucke ich doch mal kräftig. In der normalen NFL, der Junge, was der dieses Jahr zeigt, das gehört auf jeden Fall mit zu den Top 3 Quarterback-Leistungen in der NFL. Ich habe da sonst an Top 3 fast schon Top, war ja fast schon Platz 1, muss man sagen. Mir fällt ja eigentlich nur noch so Drew Brees ein, der da noch mithalten kann. Und natürlich oder Goff. Das sind so momentan die Top 3 und dahinter sind dann solche Leute, wie wir hier gerade sehen, so ein Aaron Rodgers oder so ein Tom Brady. Aber der Patrick Mahomes, das ist schon, dafür, dass der auch erst in seinem zweiten Jahr spielt, das darf man nicht vergessen, ist das eine Riesenleistung, was der da in Kansas City leistet, zusammen mit Andy Reid als Head Coach. So, aber jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass er weniger als 40 Yard in diesem Drive wirft. Das heißt, wir stellen unsere Defense einmal schnell entsprechend ein. Bupp. Na, da waren wir einen zu schnell. So, was haben wir denn hier? Gleichstand. Sie sind in ihrer eigenen 15-Yard-Linie, haben da einen First Down. Haben noch zwei Auszeiten. Es sind noch 2:45 auf der Uhr. So, Corner Blitz 3 bin ich dabei. So, wir wechseln wieder auf unseren End, auf die Marcus Lawrence. Oh, so düster hier. So, dann Laufspiel. Uiuiuiui. Ui. Boah, da macht er aber ja. Damit hat er mich mal kalt erwischt, würde ich mal sagen. Mit dem Spielzug. Kareem Hunt. Große Nummer. So kann man einen Blitz umgehen. Wir gehen in eine Cover 3 Match hinein. Wieder Laufspiel, wieder wollte er über die Seite, aber nicht zweimal hintereinander, mein kleiner Freund. So, zweiter Versuch und 9. Wir bleiben in der Cover 3 jetzt aber in der Skyline. Da sind wir schon beim 2-Minute Warning. Ja, wir bleiben in der klassischen Cover 3, das passt schon. Zweiter Versuch und 9 für die Kansas City Chiefs. Boah, da wäre ich fast dran gewesen an Mahomes. Da muss er aber schnell werfen. Das war schon fast ein Hurry-up, den wir da geschafft haben. Noch kein einziges Yard, das wir zugelassen haben. Hut ab an meine Defense. Dritter Versuch und 9. Und da wir Gleichstand im Spiel haben, werden sie von der Feldposition diesen vierten Versuch, wenn sie den einen bekommen, nicht ausspielen. So, vollständiger Pass von Mahomes, aber kein First Down. 6 Yards Raumgewinn und. So, jetzt heißt es wieder aufpassen. Wir wissen ja, was Herr Van der Esch einmal bei einem Spiel gemacht hat. Der kommt aber auch gut durch. Das sollte ich mir aber vielleicht mal als Option mal ein bisschen genauer angucken. Weil so das Blocken eines Punts hatte ich bis dato noch gar nicht so auf dem Schirm. Halten wir mal fest, die Challenge, glaube ich, haben wir jetzt gerade eben geschafft. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.